Moin moin und herzlich willkommen zurück in Game. Und wir haben leider Talis Vater gefunden und er ist tot. Aber er gab uns nochmal eine Information. Ja, wir sollen nämlich den Hauptverteiler zerstören. Und das werden wir auch gleich machen, aber vorher habe ich hier mal ganz... eine Tür entdeckt und da gehen wir mal rein. Und hier waren wir noch nicht drin. So, wann safe? Ah, ich hab's geahnt. So, dann... Das war einfach. Da gibt's bestimmt wieder Asche. Jawohl, Credits. So, was haben wir hier noch? Medipack können wir immer gut gebrauchen. Und noch ein One-Safe. Ach, du ahnst es nicht. Es... So, das ist... Was? So, so. Und dann haben wir den und den. Und den und den. Okay, wunderbar. War alles ein bisschen eng aneinander gerade. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Nehmen wir mal hier wieder meine Lieblingswaffe. Ah, die hatten wir schon, okay. Und dann schauen wir mal. Oh oh. Die scheinen aber irgendwie noch nicht aktiv zu sein. Oder starren die stur in eine Richtung. Auf jeden Fall sehe ich da noch keine Bewegung. Das wird sich aber mit Sicherheit gleich ändern. Ich stelle mal ihmchen dahin. Und ihmchen dahin. Und jetzt kommen sie schon. Wow, 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 wow. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm schon. Jawohl, den haben wir. Oh oh. Wo geht er lang? Wo geht er lang? Er traut sich nicht. Wow. So. Laden. Nachladen meine ich natürlich. Und er steht wieder, okay. So, jetzt haben wir nur noch den Großen. Wo geht er lang? Das ist jetzt die Frage. Er kommt da lang. Und wir gehen hier mal rüber. Liegt er oder steht er? Noch steht er. Er weiß, glaube ich, nicht, wo er hin soll im Moment. Er ist auch wirklich ein bisschen verpeilt. Zu meinen Gunsten. Jawohl. Das hat auf Anhieb geklappt. Wunderbar. Ich habe echt schon Schlimmeres erwartet. Allerdings habe ich auch null Munition. Und wir können hier schon wieder nichts aufnehmen. Hier liegt nichts rum. Mann, 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 Mann. Gut, dann schauen wir mal. Beweise beschaffen. Okay, das holen wir mal. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Spielen Sie sie ab. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Mhm. Klingt genau nach dem Beweis, den wir gesucht haben. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Okay, sie will ihren Vater schützen. Hm.
Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Tja, da hat sie recht. Zum Prozess zurückkehren. Okay, das machen wir. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Hallo, wir sind hier. Es hätte die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shepards Angebot seiner Unterstützung vertrauen. Es sind erst wenige Stunden. Ja. Die Quarianischen Marines haben keine 5 Minuten verloren. Verschwinden Sie es. Eine Schande, dass Shepard was Normandy offenbar besser reden als kämpfen kann. Habt ihr das gehört? Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Wir haben die Geth auf der Alarai eliminiert. Ihre Leute sollten jetzt sicher dorthin zurückkehren können. Danke. Wir wissen Ihre Bemühungen für das quarianische Volk sehr zu schätzen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Tja, jetzt kommt die große Frage. Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn Sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor den Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Alarai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen Sie nicht. Aber Sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin Ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage Ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Nanu aber. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts Ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Es war mir eine Ehre, für eine Freundin sprechen zu dürfen, werte Admirale. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Selai. Kela Selai. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Tja. Wir könnten wieder reingehen und sie doch noch verstoßen lassen, wenn sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, ihnen beim Brüllen zuzusehen. Okay. Gehen wir nach Hause, Tali. Kommen Sie, Tali Zora Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das nehme ich mit. Okay. Oh. Alles klar. Sollten wir nochmal mit ihr reden? Komm, wir reden nochmal mit ihr. Die Admirale dachten, der Zwang, Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Ryle gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte.
Tja. Wir haben Ryles Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja. Danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kila Selan. Gut, wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier dauerhaft ansagt, dass ich die Mission beenden möchte. Ich möchte eigentlich so ins Schiff zurück. Haben Sie das Plädoyer gehört? Kila. Unglaublich, dass Tali und ihr Captain die Alorai zurückerobert haben. Wahnsinn, ne? Ja, bin auch stolz. So, wir quatschen hier nochmal mit Captain Cardana. Glückwunsch, Talisora. Ich hatte meine Zweifel bei der Auswahl Ihres Captains, aber so wie es aussieht, habe ich mich wohl geirrt. Danke, Captain. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Für Sie gibt es auf der Raya immer einen Platz, wenn Sie nach Hause kommen wollen. Viel Glück da draußen. Schön zu hören. Und somit gehen wir dann wieder zurück auf die Normandy. Mission erfüllt. 2 Punkte erhalten. Wunderbar. Kraft von Tali freigeschalten. Saugt der kinetischen Barriere des Feindes Energie ab. Und damit ihre eigenen Schilde zu stärken. Das ist auch cool. Alles klar. Gut. Dann kehren wir mal zurück auf die Normandy. Und schauen mal, wie es da weitergeht. Vielleicht haben wir ja Nachrichten. Und wenn nicht, machen wir halt mit der nächsten, ja, Nebenmission weiter. Da steht ja noch die Citadel offen und Jack. Schauen wir mal. Forschungsterminal, okay. Da sollten wir dann mal... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach, ist doch immer dasselbe. Ungelesene Nachricht. Diana, genau, Commander Shepard. Das war, glaube ich, die Mutter von der, ne, Getöteten. Aria Lokta hat mir diese Adresse gegeben. Ich bin Diana, Nevs Mutter. Wir haben anlässlich ihrer Ermittlung über ihren Tod miteinander gesprochen. Aria hat mir auch erzählt, dass eine tote Asari in einem der Apartments der Reichen gefunden wurde und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke, ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Meine Neff hatte etwas Besseres verdient. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest haben sie das Miststück erledigt, dass sie das Wenige auch noch genommen hat. In Dankbarkeit, Diana. Okay, stimmt. Aria ist ja da die Chefin. Als gelesen markiert, zurück. Wir gehen jetzt kurz mal zur Forschungsabteilung und schauen mal, Schrotflinte Schaden. Platin. Ja komm, was soll's. Machen wir. Dann schauen wir nochmal rein. Panzerung. Techschaden. Und Schadenschutz. Jawohl, das machen wir. Das müsste hier noch reichen, genau. Tech-Schaden. Gut, und ich denke mal... Doch, das können wir auch noch. Wunderbar. Mensch, das lohnt sich ja heute. Waffen-Upgrades, leider nix. Panzerung, da war auch nichts mehr. Schiffsverbesserung, haben wir auch nichts mehr. Und Prototypen. Schweres Hautgewebe. Kybernetik Upgrade. Shepard plus 10% Gesundheit. Das forschen wir natürlich auch. Das können wir immer gebrauchen. Wunderbar. Gut. Dann weiß ich nicht, wir waren schon ewig nicht mehr bei unserem Joker, unserem Piloten. Da werden wir mal ganz kurz nochmal hingehen. Die Kollektoren waren also früher Proteaner und wurden von den Reapern umstrukturiert. Ein trauriges Ende. Da fragt man sich doch, ob die Keeper auf der Citadel früher nicht auch was anderes waren. Ja, da hat er wohl recht. Wie wir sehen, die ganze Crew macht sich Gedanken.
Es freut mich, dass diese Tortur für Tali vorbei ist, Commander. Diese Quarianer, wenn man sein gesamtes Leben an Bord eines Schiffes lebt, geraten die Prioritäten ganz schön durcheinander. Wobei ich das natürlich nicht beurteilen kann. Also schön, das war ein Eigentor. Toll. Wie läuft's sonst so? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das war es, bis das Ding jede meiner Bewegungen hinterfragt hat. Es lässt absolut nichts durch. Sie haben absichtlich Wartungsberichte manipuliert, Mr. Moreau. Nicht manipuliert, geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf, dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Okay. Naja. Jetzt könnte man den Fiesen raushängen lassen und ihn anscheißen. Aber ich denke mal, was Joker macht, ist dann eigentlich auch richtig. Harmlose Kosmetik. Edi soll sich nicht so haben. Wie Sie meinen, Shepard. Ja, gehen Sie schmollen. Ich hab gewonnen. Joker. Schon gut, nichts für ungut. Schönes Spiel. Alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Gut, man hätte ihn natürlich auch zusammenscheißen lassen können, aber ich vertraue ihm eigentlich doch schon so ein bisschen. In Teil 1 war er mir ja schon fast unsympathisch, weil er ziemlich frech daherredet. Aber ich glaube, er kann schon einiges und von daher, ja, soll er seinen kleinen... Nachrichten für Sie, Commander. Dankeschön. Soll er seinen Status auch ein bisschen genießen? Tja, ich denke mal, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es Zeit für eine kleine Pause. Wir brauchen da jetzt erstmal nicht eine neue Mission beginnen. Dann überziehen wir nachher wieder, das wollen wir auch nicht. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und der Ausgang von Tali, der stimmt uns eigentlich recht zufrieden. Dann sehen wir uns, so hoffe ich doch, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss.